So, Ronny hat uns übrigens falsch gelotst vorhin, deswegen sind wir Ewigkeiten unterwegs gewesen. Diese Nacht ist Übernachtung angesagt und das hier ist Susis Setup. Hier. Da wird die Susi heute schlafen. Like a Penner. Like a Penner. So. Like a Virgin. Fängt schwer zu singen, ey. Jetzt fängt andere auch noch an zu singen. So, das hier ist Birgers Setup für die heutige Nacht. Geht das? Ist es nicht zu windig eigentlich hier drin? Nee, ne? Ne? Nicht windig? Ne? Okay. Ist nicht windig, sagt er. Ha? Kannst dich ja mal reinlegen. Ich leg mich mal rein. Hier wird der Hauptmann nächtigen. Ronny hat sich schon bequem gemacht. Hier schläft Ronny. So, mal reinfilmen. Und... Was ist? Das ist jetzt nicht die beste Lösung, die man machen kann. Egal, er schläft trotzdem so. Genau. So, und mein wunderschönes Domizil für die heutige Nacht ist das hier. Ah ja, schön, oder? Das ist das Farino Light Tent 2 oder so. Mal gucken, wie es ist. Es ist meine erste Nacht da drin. So, es wird deine erste Übernachtung, erzähl mal. Ja. Was willst du denn wissen? Wie ist es so? Was hast du für Gedanken heute? Also ich habe einen richtig geilen Platz. Direkt am Wasser. Finde ich schon mal richtig pornonös. Was hat man mit dem Wind? Mir ist gerade eben ein Schaumding abgefallen von meinem Mikro. Ich hoffe, das hat man jetzt alles mit dem Wind. Ich hoffe, das geht jetzt so. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Gespannt, wie es wird, wa? Also ich freue mich auf alle Fälle schon mal aufs Aufwachen morgen früh. Wenn wieder geiles Pornowetter ist, dann wird das richtig gut. Dann wird es richtig gut. Ja. Das stimmt, das stimmt. Und bei dir so mit dem Zelt, was meinst du, wie wird das? Das Zelt passt schon. Das ist halt Zelt, ne? Kannst du auch rausgucken, ja, ne? Ja. Ich habe ja ein Loch zum Reinkommen. Hackst du dir ins Bein, hau ich dir noch eine oben drauf. Ich glaube, es hackt. Mach die Beine breit. Die sind noch breit. Noch breiter geht nicht. Mach einen Spagat. So, wie man sieht, ich liege jetzt schon in meinem Zelt. So. Schon im Schlafsack. Es war ein schöner Tag heute. Jo. Und jetzt geht's erstmal ab ins Bett. Bis morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 7:45 Uhr. Die Nacht ist rum. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Es war heute Nacht irgendwann mal gegen 4 recht frisch, fand ich. Da habe ich mir eine Mütze aufgezogen. Jo. Ansonsten kann ich echt sagen, meine Isomatte ist scheiße. Die ist todesunbequem. Da muss ich mir echt mal was anderes noch überlegen. Allein noch das Packmaß, das Ding ist halt riesig, ne?
Ja, jetzt mal ganz langsam aufstehen und dann mal gucken, was du die anderen machen. Einpacken hat schon begonnen. Hinten wird alles schon abgebaut. Ich habe jetzt auch schon angefangen, mein Innenleben, das Schlaf, das Zelt ist ein wenig zusammenzupacken. Ja. Um das Zelt zusammenzulegen, werde ich, denke ich, gleich noch mal ein bisschen Hilfe brauchen. Mal gucken, ob wer sich erbarmen kann, mir gleich zu helfen. Mal gucken. Und dann ist heute auch schon der Tag bald vorbei. Hast du Tschüss gesagt? Tschüss. 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 Auch eine kleine Fanbitch. Tag ist rum, wir gehen nach Haus. Tschüss. Tschüss. Laber nicht immer so viel. Tschüss. Tschüss.